Wer bekommt in der Klinik ein Spenderorgan? Geht es gerecht nach Warteliste zu? Spielt Geld eine Rolle oder wird sonst wie getrickst? Immer neue Enthüllungen über Manipulationen bei Organspenden. Das Spendensystem für Organe ist in Verruf. Das Vertrauen der Deutschen in die Ärzte erschüttert. Ich halte es im Prinzip für richtig, dass man was spendet, das schon. Nur dieses Hick und Hack und dass Ärzte möglicherweise Betrug mitmachen, kann man ja generell nicht verhindern. Ich finde es natürlich nicht gut, dass es dann so läuft, aber im Ergebnis ist es natürlich immer so, dass man jemandem helfen kann. Ich bin nicht dafür, dass hier irgendwelche Leute aus Saudi-Arabien oder Katar oder sowas mit ihrem vielen Geld Organe hier einkaufen. Ist sowas wirklich möglich? Werden reiche Patienten bevorzugt? Die meisten Deutschen sagen ja, 64%. Nur 34% glauben nicht daran, 2% sind unentschieden. Ein Organspendeausweis für jeden Deutschen, dafür hat die Politik viel Werbung gemacht. Der Skandal bewirkt jetzt bei manchem das Gegenteil. Also ich habe meinen Organspendeausweis schon lange vernichtet. Jedem Menschen, den geholfen wird, hat einen Vorteil davon und das ist das Gute und da sollte man sich jetzt nicht ins Boxhorn jagen lassen. So wie er denken viele Deutsche über Organspenden. 24% der Deutschen haben einen Spendeausweis, 29% hätten gern einen, nur 41% wollen auf keinen Fall Organe spenden. 12.000 Deutsche warten auf ein Spenderorgan. Für sie ist der Skandal ein schwerer Rückschlag.